Willkommen zurück, Blutsväter, Halo 4. Erstmal wieder durch die Gegend latschen. Schnappen Sie sich einen Ghost! Was muss ich mal sagen? Moment, ich werde Energie von Ihren Schilden umleiten, um den Schub des Ghosts zu übersteuern. Das wird nichts. Weil ich da hängen geblieben bin. Wieder nicht geklappt. Infinity. Ein unbekanntes Wesen hat die Kontrolle über unser Schiff. Wir sind antriebslos und auf Kollisionskurs mit einem unbekannten Blutsväterplaneten. Sinkflug berechnen. Erledigt. Aufschlag voraussichtlich 77,8 Kilometer nördlich. Sie wissen, wo er hin will.
77,8 Kilometer hin nördlich. Hätte uns ja mitnehmen können. So, nachdem wir das Pottrennen jetzt erledigt haben. Unten bleiben. Aufklärer auf dem Weg. Das Schiff sieht intakt aus. Irgendwas sagt mir, das ist nur so, weil der Didaktiker es wollte. Hier lässt sie an UNSC Infinity. Sind hier unten von Feinden umringt. Hört uns jemand? Hier ist Sierra 117 von der UNSC Forward unto Dawn. Sind bereit, Ihnen zu helfen. Negativ. Dann soll ich die Forward unto Dawn wiederholen. Das Signal kommt und geht. Ich kann's nicht rausfiltern. Bring mir Ihre IFF-Tags auf den Schirm. Dann haben wir wenigstens ein festes Ziel. Jetzt müssen wir rein, um die Jungs zu retten. Die rein mussten, um die Jungs zu retten. Der Scan ist der gleiche wie der auf der Bar. Ich empfange einige IFF-Tags hinter den Bäumen. Übertrage den nächsten auf Ihr HUD. Infinity an Commander Lasky. Haben Kontakt zu Ihren Pelicans verloren. Bitte kommen! Wir haben wohl den Notruf nicht erhalten. Einer von ihnen ist Offizier. IFF-Tag überprüfen. Sehr schön. Laut Tag ist das Jimenez, Paolo J. Also ist Lasky noch irgendwo da draußen? So, suchen wir uns mal die andere Wumme hier. Wo war sie denn? War sie nicht hier? Jetzt verschwinden die Waffen hier. Ja.
Moment mal. Was hat er gerade da drüben fallen gelassen? Damit konnten sie also durch den Nebel sehen. Orte noch ein IFF-Tag am Ende des Dickichts. Des Dickichts? Was hier? Ach da. Der Zeitangabe zufolge ist Lasky hier durchgekommen. So. Habe weiteren IFF-Tag geortet, aber da kommt wohl eine Verengung. Könnten in eine Sackgasse geraten. Schön von der Natur, dass das hier alles so gut gewachsen ist. Da ist ein Freund-Feind-Tag. Aber wo ist der Besitzer? Mehrere Tags. Chief, das sind Verbündete. Sie müssen wohl noch etwas auf Ihre Willkommen-Zurück-Party warten. Tom Lasky.
erster Offizier der Infinity. Hätte nie erwartet, Sie wiederzusehen. Dicht machen! Dachte, Sie wären größer. Commander! Funksignal! Antworten Sie. Auf welcher Frequenz? Welche Frequenz? Verdammt! Infinity, hier Commander Lasky. Pelican-Aufklärer abgeschossen. Wiederhole, alle Vögel abgeschossen. Haben Verluste erlitten und brauchen sofortige Hilfe. Komm! Endlich. Haben Sie die Koordinaten berichtet? Positiv, Sir, aber wir brauchen einen Transport hier raus. Kümmern Sie sich darum. Sie wurden zum Aufklären losgeschickt während eines Angriffs auf das Schiff. Der Captain dachte, die Infinity könnte uns Feuerschutz geben und trotzdem den Angriff abwehren. Sir, wir werden die Verwundeten niemals zu Fuß zum Schiff bekommen. Ich weiß nicht, ob es zu früh ist, Sie um einen Gefallen zu bitten, aber für uns wird hier langsam die Luft dick. Haben Sie zufällig Übung darin, LZs zu räumen? Manchmal schon. Ich gebe Bescheid, wenn das Gebiet abgesichert ist. Ein Scan der Umgebungstopographie zeigt eine Lichtung im Norden. Sollte groß genug sein, ein Landungsschiff runterzubringen. Sitzen welche von unseren Jungs fest. Können Sie sie unterstützen? Nö. Commander, Cortana hier. Sind auf dem Weg. Marines wurden eingeschlossen, als sie durch die Türen da wollten. Suchen Sie ein Interface. Ich suche erstmal ein paar Waffen.
Diese Türen führen in ein Tunnelsystem mit einer geeigneten LZ. Halten Sie sie von mir fern, bis ich die Türen geöffnet habe. Bin. Was? Nee. Das mit vorhin tut mir leid. Das Lukensicherheitssystem war schwieriger als erwartet. Schon okay. Es ist nicht okay. Absolut gar nichts ist okay. Springer! Moment, was macht er da? Ja. Sie arbeiten mit den Prometheanern zusammen? Wie schnell der Didaktiker die Allianzler vereinigt hat.
Cortana an Lasky. Landezone gesichert. Verstanden, Cortana. Hier sind die Koordinaten für... Mayday, Mayday. Alarmstufe rot. Feindliche Einheiten versuchen, in die Brücke der Infinity einzudringen. Sie sind hinter der Luke. Führung durchbrochen. Alle Einheiten sofort zurück zur Infinity. Das ist ein Befehl. Chief, ich leite die Spartan vor zum Sammelpunkt Alpha Sierra Foxtrot um. Sie haben das Kommando über die Vorhut, bis wir zu Ihnen aufschließen. Treffen Sie die Männer und erobern Sie das Schiff zurück. Ja, Sir. Viel Glück, Chief. Lasky, Ende. Also ich vermute mal, dass hier rein soll. Pelican 595. Wir haben den Chief an Bord und sind unterwegs zu Sammelpunkt Alpha Sierra Foxtrot. Feuer frei, Chief. Zeigen Sie es ihm. Wir suchen einen Weg hinein und lösen eine der anderen Plattformen. Nächster Ende.
So, guck mal hier lang. Nein. Master Chief, hier spricht Captain Del... Denn hier? Und er schießt jetzt von da oben.
sehe ich die da vorher da nicht. Verteidigung der Infinity. Genau das haben wir uns auch gedacht. Schalten Sie sie aus, damit wir die Waffen wieder aktivieren und Satelliten zeigen, dass wir nicht nur ein großer Briefbeschwerer sind. Wir sind dran, Commander. Cortana, Ende. Da sind die Störsender. 3 Stück. Ausschalten. Erster Störsender offline. Nummer 2. Das war's. Störsender neutralisiert. Kampf aufgeben. Was soll ich jetzt machen? Natürlich muss ich das. Der Rio an die Besatzung der Infinity. Alarmstufe gelb.
Schadensmeldungen von allen Abschnittsleitern. Was mich mal interessieren würde, Leute. Wo zum Teufel sind diese Dinger hergekommen? Vielleicht sind sie auf Requiem heimisch oder was auch immer bei Blutsväter KIs als heimisch durchgeht. So eine aggressive Reaktion haben wir auf keiner der anderen Installationen erlebt. Andere Installation? Mr. Lasky. Die Mission der Infinity bestand darin, die übrigen Halo-Ringe zu finden und Forschungsbasen zu ihrer Stilllegung einzurichten. Wir haben bereits Stationen im Orbit der Installation 5 und 3, aber in letzter Zeit gab es ein paar Rückschläge. Ein Forschungsteam hat's erwischt, als sie ein Blutsväter-Artefakt geborgen haben. Nur diese Sensordaten sind übrig. Interessant. Diese Symbole ähneln den Schriftzeichen der Blutsväter. Unsere Eierköpfe konnten ein paar Koordinaten auslesen. Dreimal dürfen Sie raten, wohin die führten. Sir, Gypsy Company ist startbereit und wartet auf Ihren Befehl. Danke, Palmer. Mr. Lasky, Sie bilden die Vorhut. Ich will Bodenkontakt in 60 Sekunden. Captain. Das hier ist ein Erstkontaktszenario, Master Chief. Wir müssen die Infinity aus dem Gravitationstrichter befreien und das Flottenkommando über die Bedrohung informieren. Gehen wir von hier weg? Sir, die Infinity hat den Didaktiker zurückgedrängt. Er ist verwundbar. Da ist er nicht der Einzige. Gerade Sie müssten es doch zu schätzen wissen. Zu überleben, um den Kampf später fortsetzen zu können. Infinity an Gypsy Company? Der Luftkorridor zum Gravitationstrichter wird von einem Partikelkanonennetzwerk gesichert. Die Schilde der Infinity sind noch unten. Räumen Sie den Weg frei, dann geben wir Luftunterstützung. Captain, wie schätzen die Aufklärer die Lage ein? Sie waren zwar lange außer Gefecht, Chief, aber diese Mission muss schnell ablaufen. Eine Gefechtsaufklärung würde uns nur aufhalten. Laut Telemetrie werden die Kanonen von einem Gefechtsstand südwestlich von uns kontrolliert. Schalten Sie dieses Ziel aus und neutralisieren Sie die Geschütze. Wir treffen Sie auf der anderen Seite und übernehmen den Gravitationstrichter. Infinity, Ende. Ehrlich gesagt bevorzuge ich meine Infos mit ein wenig mehr Info. Wir kriegen das hin. Chief, hier ist Spartan Sarah Palmer von der Infinity. Commander Lasky wartet im Mammoth auf Sie. Na, das klingt doch vielversprechend. Machen wir allerdings erst im nächsten Video, also bis gleich.